Plumstead Common Road, Warwick Terrace. Lambeth North, Lower Marsh.
53 to Lambeth North, Lower Marsh. Thank you.
keeps you.
Maze Hill.
SE18-SE1, Lambeth 53, to Lambeth North, Lower Marsh. Six minutes. Give me time for that. They're kitchen to kitchen to go to the same. I'm back.
to Lambeth North, Lower Marsh.
cross station. Goldsmiths.
to wait at this bus stop for a short time to help even out the service. We apologize for any inconvenience to your journey. Lambeth North, Lower Marsh. Auseinander geht.
größte Teil davon. Du musst dich, genau, du musst dich nicht in eine Dialektik der Ablehnung setzen, genau, sondern kannst es auch einfach aus der Form von Abwesenheit lesen, die sich nicht gegen dich richtet. Das und auch selbst wenn, dann gibt es trotzdem, also für mich ist es so, also ich kann das, also so ein Prozess damit, also was jetzt so die Gründe dafür sind, das passiert sozusagen in mir selbst, also ich brauche die andere Person dazu gar nicht so sehr. Und es kommt noch dazu, dass ich sowieso, also ganz viele Menschen, die so ambivalente Verhältnisse haben, ja immer danach, dass die sich irgendwann auflösen, ja, ja, große Harmonie und ja, deshalb haben sie so große Angst davor, weil sozusagen, wenn jemand stirbt, dann ist das definitiv nicht mehr möglich. Und ich habe diese Fantasie auch gar nicht so, weil ich finde, erst wie gesagt, ambivalente Verhältnisse gar nicht so schlimm. Also ich finde, du lernst sich da drin aufzuhalten. Ja. Also ich finde, das ist der Normalzustand, aber ich finde das auch gar nicht, also ich finde diese total aufgelöste Harmonie, besonders wenn es um Familie geht, überhaupt nicht erstrebenswert. Und auch, ich meine, das sind ja keine Leute, die wir aussuchen. Das ist es, ne? Ja, aber also deshalb finde ich das geradezu normal. Also diese Fantasie, das würde sich alles irgendwann auflösen. Ich sage, Quatsch, das ist nie so. Also ich kann nur dazu auch sagen, dass das wirklich darum geht, so eine gewisse Form von Akzeptanz von sich selbst, von also Ablehnung als nicht auf dich ausgerichtet und so weiter zu entwickeln. Ja, und dann hat so Chosen Family als so Gegenmodell klar da und deshalb irgendwie, ja, also mir hat das eigentlich ganz gut getan, weil kurz dachte ich so, Gott, ich bin so eine kühle Person, das ist ganz egal. Und dann dachte ich so, nee, das ist schon alles irgendwie, das ist schon alles okay. Also wenn man das natürlich gar nicht mehr hat, also wenn man sozusagen an dem Punkt zu beim Anfang ist, ist jetzt egal, also ob du stirbst oder Zen oder sonst was, dann ist es natürlich problematisch. Aber wenn sich das einfach vielleicht so ein bisschen verschiebt und einfach gerade in dem Bereich, dann glaube ich, glaub, ist das nicht so schlimm. Darf natürlich nicht so fangen haben. Das ist auch so. Das ist es, ne? So, also es gibt Leute, die werden dadurch zum Wahnsinn. Ich kann es auch an mir selber merken. Ich habe dieses Gefühl, dass ich erbittert bin. Aber es gibt Momente, in denen ich dann doch wünschte, dass ich einfach so verzeihen könnte und sage so, ah, und das ist ja aber wie es ist. Und das ist mir ein bisschen, da bin ich eher so eine Person, wenn mir Dinge im Weg stehen im Leben, würde ich sie konfrontieren und damit in Dialog treten. Und wenn das eben nicht möglich ist, schlage ich eher ein bisschen weg, als dass ich da so in einem Lambeth North, Lower Marsh. So endlos Konflikte. Also ich gehe gern schon mal auch in einen Konflikt rein und versuche was zu erklären. Aber wenn das sozusagen gar nicht möglich ist, dann merke ich, dass sich da gar nichts bewegt. Ja. Und das ist, dann bin ich auch jemand, der irgendwann aussteigt. Genau. Ja. Aber das finde ich so, dass da dann so auch nichts Schlimmes. Also ich finde es viel schlimmer, wenn Leute zum Beispiel wie meine Mutter mit ihrer Mutter so eine Dauer-Negativ-Fixierung irgendwie hat. Also wenn sie sich ständig miteinander auseinandersetzen, also die haben wirklich so eine Dauer-Kommunikation, schreiben sie zwei Briefe und telefonieren nebenan. Das kann ich wissen, das ist wirklich total. Und das finde ich viel schlimmer, weil das löst sich, dann löst sich nicht auf. Das ist einfach nur so eine Verhedderung in so eine Negativ-Kommunikation. So machen sich dann dauernd irgendwelche Vorwürfe. Das hört sich richtig, richtig schlimm an. Das ist ganz schlimm. Und deshalb hat die natürlich auch unglaublich Angst vor dem Tod ihrer Mutter und hat das jetzt eben auch wieder mir so mitgeteilt. Also ich wendet sich dann immer so an mich und ich soll sie dann so auffangen. Mhm. Und ich bin halt immer so, ja, also mir ist es eigentlich ganz egal, ob alle sterben. So, weil sind ja so 19, das haben wir anders gemacht. Das ist passieren. Ja, wirklich. Ich finde auch so ein bisschen. Versteht es irgendwie nicht, dieser wahnsinnige Todespanik. Also ich verstehe schon so eine Todespanik um mich selber, also nur so, du weißt dann, you're next in line. Mit 60 ist es anders, wenn Leute sterben, oder 70. Also mit 30, weil es alles.
Das ist ja eigentlich so groß und ganz. Also ich habe eher Angst vor der Zukunft. Old Hedge Road, East Street. Also das macht mir weniger Angst. Ja. Ich hatte, als ich jung war, hatte ich so einen Sterbefunk. Das ist aber auch nicht so vorbei. Das ist auch, glaube ich, auch ein Ausdruck von Unfähigkeit, in der Gegenwart zu existieren. Ich habe auch das trotzdem manchmal, also, aber das ist, ja, das ist immer, da denke ich, also das ist sehr hypochondriert. Sozusagen dafür, dass sich das nicht so aufbaut und dann plötzlich so weg ist, ja. Sondern dass das immer so ein Capture bleibt. 53. 2. Wahnsinn, dass man das alles hat, medizinisch. Lambeth North, oder? Lower Marsh. Ja, also, ich meine, das ist auch umstritten. Also, weil es gibt auch ganz viele natürlich Psycho-Leute und auch Ärzte, die sagen, dass also Serotonin ist nur ein Aspekt dieser ganzen komplexen. Das ist auch sicherlich nicht urteilig. Überhaupt nicht, nee, gar nicht. Aber es ist eben doch unwahrscheinlich. Vor allem, wenn Menschen wirklich wie ich so eine starke chemische Imbalance haben. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass alle. Also früher war das einfach so, wenn ich so eine Zigarette gebraucht habe, hat es bei mir schon so eine mittlere Depression ausgelöst. Und das hat jetzt alles gar nicht mehr. Das ist unser Verteil. Kannst Zigaretten rauchen, Moment. Ja, oder auch alles Kaffee trinken, Glas Wein, kein
Terminates here. Please take your belongings with you.